Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute Abend fängt das Halloween-Event an. Und davor zeige ich euch, was letztes Jahr passiert ist mit den Jungs. Das erste Event überhaupt war Halloween. Echt lustig, ich habe mir die Videos gerade angeschaut. Wir wussten gar nichts, wir hatten keinen Plan. Wir wussten an dem Tag nicht mal, dass das Event stattfindet. Wir haben halt Game, das Spiel aufgemacht und dann haben wir neue Sachen gesehen, wie zum Beispiel Tragosso. Ich bin für Tragosso gelaufen, weil damals war er noch selten. Und ich wusste nicht, dass das Event war und dass er jetzt dann häufig ist. Also echt verrückte Sachen. Was seht ihr jetzt? Alle Folgen vom letzten Jahr, Halloween 2016. Und schauen wir mal, was dieses Jahr abgeht. Jetzt sind wir natürlich auf einem komplett anderen Level, aber hoffentlich wird es auch so lustig wie damals. Und viel Spaß. Oida, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr habt es gesehen, gerade nach Hause gekommen, alles geladen. Wir gehen gleich los. Ich treffe mich mit den Jungs. Heute fängt diese Halloween-Aktion an. Schauen wir mal, ob wir alle Tage Pokémon spielen werden oder können. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass wir alles filmen können für euch. Mal schauen, was wir so machen werden. Wir werden uns heute jetzt später beim Bordeaux-Platz treffen erstmal und dann checken wir die Lage, planen, was wir die nächsten paar Tage so machen. Ja, und dann schauen wir mal. Bleibt es auf jeden Fall gespannt. Oh mein Gott, Mann. Hier ist Was geht ab, alle Mann? Sind am Start. Ja. Was geht ab, Mann? Der Bade spielt noch. Alle sind am Start. Alle sind am Start. Also Bade spielt noch, alles am Start. Oh mein Gott. Hallo, wie geht's wohl ab, Mann, Leute? Oh mein Gott. Das ist zu heftig, Mann. Ich bin nur noch am Eier ausschnüpfen, Leute. Das ist das Beste eigentlich. Ich glaube, ich muss den Tati machen und auch mal wieder investieren, Mann. Oh mein Gott, Mann. Dann habe ich schon 30 Euro investiert. Ja komm, geh mal noch mal. Geh mal die Runde durch, oder? Okay, wieso bleiben alle stehen? Aber echt, Alter. Wie ich sehe, spawnen da trotzdem nur die ganzen Tragosso und so. Ja, so Dinge, das ist echt scheiße. Was? Tragosso? Ich will der Beste sein, will ganz allein der sein. Der den Test besteht, hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Ich habe alles, was man braucht und gebe niemals auf. Fang 150 Pokémon an, du lernst sie nur dazu. Komm, schnapp sie alle. Pokémon, was wollen Sie großartig anders machen? Ja, weil ja, vielleicht EPs anders oder Sternstaub auf einmal so doppelt. Also ich glaube, Bonbons oder Sternstaub werden Sie schon beibehalten, dass du doppelt kriegst bei Sternstaub wäre auch. Sternstaub wäre Sternstaub richtig Sache. Alter, das hast du ein geiler Hintergrund, du warst Gengar. Hast du es nicht gesehen, wenn du die App anmachst? Ich hab's direkt am ersten Mal. Das ist bei mir gar nicht. Das ist ganz neu, Mann. Er hat doch noch nicht das Update gemacht. Er hat immer noch nur grüne Eier. Es gibt so verschiedene Eierfarben, Mann. Lila ist so 10 Kilometer. Aber rot. Du kriegst schon doppelt für die Pokémon. Ja, ja, das krieg ich schon. Ja, das ist was anderes. Das ist ja nicht verhandelt mit dem Update zu tun. Doch, ich musste heute nochmal aktualisieren fürs Update. Weißt du, was nicht geht? Go Plus geht nicht, gell? Oh yes, Babies! Aber kein gutes. Muss wieder weitergehen, so wie immer. Sitzt du mal die da? Ja. Wo? Wo? Jungs, habt ihr es? Oh mein Gott. Alter. Oh, das ist die krasseste Angriff sein. Ich bin hier gerade bei Domplatz, aber die Jungs sind nicht begeistert. Echt? Tot, Mann. Wir überlegen schon die ganze Zeit, wo wir sonst noch hingehen können. Es kamen ein paar nicht so tolle Vorschläge von Dimi. Oh mein Gott, was hatest du mich, Mann? Du bist immer gehatet. Ja, kannst okay, du, aber scanne doch mal in ganz München, wo es so. Ey, noch hab ich doch geguckt? Dann schau doch mit dir zusammen. WP. Nein, ich meine, ist jetzt nur Hofgartengut, oder? So, Dratini. Oh mein Gott, das ist Dratini. Ja, am Marienplatz. Okay, nee, am Isartor. Auf geht's. 4 Minuten schaffen wir das. Ich mach einen auf Son Goku, Alter. Du musst erstmal einen dort kennen. Musst du jemanden haben, der dort ist, den du kennst. Ja, kein Problem, Alter. Ich weiß nicht, wie die Attacke funktioniert. Es ist eine Attacke, Alter. Es ist eine Technik. Ja, es ist eine Technik. Ja, aber keine Attacke. Was machen wir jetzt, Jungs? Tati hatet nicht, ihr habt beide Unrecht, Alter, Mann. Ja, wir schauen gerade. Die Jungs überlegen noch, währenddessen fahre ich weiter, weil ich krass sein will. Im Gegensatz zu denen hier, die echt abgestürzt sind. Warte, du bringst mal nicht ins Bild, Alter. Ich meine auch nur die drei. Was? So, Leute, wir haben uns jetzt entschieden. Alex hat auf die Map geschaut. Hofgarten scheint recht interessant zu sein. Besser als Bordeaux. Was gibt's da so? Ja, so Wasser-Pokémon halt, Ammonitas. Ja, man, Ammonitas echt. Quapsel, Sterndu, Goldini, besser als Nebulak. Nebulak, Mozi, Traumato. Oh mein Gott, ich habe heute ein Traumato geschlüpft. Ernst, glaube ich. Wie tat das Weser, Ellie? Ist es das? Sind wir jetzt da? Ja,
das ist der Hofgarten. Das ist der Hofgarten, wir sind jetzt am Hofgarten. Und da hinten gibt es auch einen Park, oder? Ja, da auch eins cool, Mann. Echt nicht. Was gibt's dort? Ja, hier spawnen also auch viele Wasser-Pokémon. Dratinis spawnen hier. Hey, ich würde sagen, wir laufen mal da weiter, dann kommt Papa doch. Und jetzt schauen wir mal. Ne? Mein Charakter ist bereits im Hofgarten. Also er sprintet es geht schon ab. Los. Aber da sieht man auch wieder die Lok. Man kann auch hier mit Lokmodulen arbeiten. Da sind auch wieder 3-4 Spots. Also wenn zusammen. Ihr in München seid, echt cool. Und Bordeauxplatz tot ist, dann kommt hierher, macht 2 Lokmodule an. Sag also Bescheid. Ich war hier immer, bevor ich krass war, bevor ich Bordeauxplatz kannte. Von der Uni aus habe ich immer hier dauernd Module gesehen. Dann bin ich mal hierher gegangen. Echt, war hier oder? Ab und zu, ja. Da war ich noch nicht so krass, da kannte ich Bordeauxplatz noch nicht. Du bist immer noch nicht krass, aber okay. Krasser als du. Oh mein Gott, was hältst du mich jetzt vor der Kamera? Da hinten ist noch Fleckmann und Anton. Auf geht's. Wo wir da hin? Machen wir halt eine Runde einfach. Schau mal, wenn wo Ding ist, wo Barisch ist. Vasili kommt wahrscheinlich auch gleich. Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Was? Schau mal auf mein Ding. Okay, was geht da ab, Mann? Das sind so 9 Pokémon. Das ist da vorne? Ja. Okay, aufgeklumpt, Alter. Schau, viel besser als Ding, Mann. Produktplatz. Und Hauscharakter, weißt du immer, wo es abgeht, Mann. Ja, Mann, Hauscharakter, richtig verrückt, Alter. Der Bad-Boy. Das ist meine Geheimwaffe gegen erstmal Tops. Oh mein Gott, die offizielle Challenge, Mann. Oder aber nicht, Mann. Doch, muss auch da sein. Echt? Mein Gott, da ist auch eins. Und Anton. Das ist der Bulut. Servus. Bulut, mach dein Handy an, schnell, Alter. Okay. Sind 9 Pokémon. 9 Pokémon auf einem Fleck, Mann. Was? Neue Pokémon? 9? 9? Ja, so. Neue Pokémon. Servus. Zweite Generation sind schon da, Alter. Hat keine Ahnung. Servus, Alter. Du bist echt ein Auto. Aber hast du Internet an? Nee, noch nicht. Oh mein Gott, mach doch schnell. 835, Mann. Der wird endfett. 1,6. Der wird ja, aber der hat schlechte IVs. Egal, zum Defenden immer in Lamus enden. Nein, schlecht. Was? Lamus könnte. Okay, wo ist der Kappa dort? Der war genau da. Bisschen weiter oben links, Top 5, der besten Verteidiger. Oh mein Gott, Tati! Bisschen weiter links, da sind noch welche. Und Kops ist auch noch. Piss gleich, Mann, jetzt heul dich rum. Alter, mach das schnell an, Mann. Nein! Wo ist Internet? Tu das weg, Max. Wo ist Internet? Ja, Mann. Mit wem bist du? Was tust du dafür? Gib mir mal Internet, noch Alex. Noch 2 Wochen. Alex, gib mir mal Internet. Was tust du dafür alles? Nichts. Ja, okay, dann gib mir mal Internet. Alter, du hast 10 GB, Mann. Ja, und du jetzt? Hast 10 GB? Ich hab nur noch einen. Ja, also. Du brauchst nicht so viel. Ja, du. Was? Und du? Ich brauch eins viel. Wofür? Geht's mal an. Wir sind hier im Hofgarten. Die Stimmung steigt, die Jungs freuen sich. Bordeauxplatz war tot, alle haben gelitten. Dass hier auch kommt. Okay. Wir sind gleich gekommen, direkt 9 Pokémon gleichzeitig gespawnt. Das hört gar nicht auf. Also. Nur die Schlauen tragen. Ihr seht, es geht echt ab. Okay, jeder Mensch regt sich über die Tragossos auf. Barisch will Tragosso Nest gehen. Ja? Für die Medaille 300 Stück machen. Ja, was kriegst du dann? Boden-Pokémon richtig selten. Ja, die kriegst du auch hier. Ja, aber was kriegst du dann? Die Medaille, nix, die Medaille nur von. Schau mal an, Leute. Der Sammler, Mann. Was machst du, wenn die nicht alle Gold haben? Das ist mir egal, das ist mir ja, egal. Ja, das kommt nein, automatisch, besser komm, geh mal. Wieder ein Carpador. Wieder saftige 8 Bonbons. Preis machen. Barisch will uns angeblich zum englischen Garten führen. Hat weil der krasse Sponsor, aber ich weiß schon, was da vor Ort, Mann. Tragossones, Mann. Du sollst mich machen, ich geh wieder. Komm mit. Du sollst mich machen, ich geh wieder. Yes? Ja, ich auch machen, ich geh wieder. Die kann man nicht mehr drauf. Die kann man nicht mehr drauf. Da, Monitas ist irgendwo, schau mal. Ja. Nein, Mann, wir gehen da echt nicht mit. Okay, Monitas will ich auch noch. Monitas, super saftig. Ist bei dir schon gekommen? Ja, wir gehen schon in die richtige Richtung. Acht Bonbons, echt super saftig. Ich bin zufrieden. Acht Bonbons, viel zu heftig, Mann. Käfer macht den Stahl. Komm, geh mal zum nächsten. Hallo, fangst du wo am Ding und geh mal zum nächsten. Aber ich hab gerade Glumanda geschlüpft. Saftige 21 Bonbons. Ich glaube, weil Tati in meiner Nähe war, habe ich gut gezogen. Ja, Mann. Und sonst kommt nur Müll, aber dank Tati mit seinem Glück. Ich habe heute nämlich auch schon Glumanda gekriegt aus 2 Kilometer. Tati, echt zu krass.
Vasili hat ein paar Eier. Ja, bitte, kann man weglassen. Jetzt machst halt im Gegenteil. Oh, Level 28. Oh, hey, warte mal. Ah nein, noch 200 Meter. Oh mein Gott. Wieder einmal Fehlinformation von Vasili. Aber hey, ja. nicht die erste. Nicht die erste auf diesem Kanal. Oh, er dachte wohl, er schlüpft Turtok. Aber hey, heute ist sogar Mittwoch. War ich 84. Entwickelt einen Pipi. Keine Ahnung, wieso 666. Genau jetzt. Echt, vielleicht das Timing von ihm. Es wird 1,4 irgendwas. Ich wollte selber 1,4 sagen. Ja, 1,4 irgendwas. 1,417. So wie meins. Ich hatte das gleiche, mit gleichen Werten. Neuer Eintrag, 1417. Oh, 1341. Pfund und Zauberschein. Für dich gar nicht so schlecht. Dreimal. Während Barisch sein Pipi entwickelt hat, ist mein Charakter wieder weitergelaufen. Direkt zum Ammonitas, also die Jungs hier laufen noch. Ich bin bereits dort. Barisch, der Experte, hat es als Ammonitas-Nest bestätigt. Ja, aber da brauche ich nicht, wegen dem muss ich hier nicht zum Olympiapark gehen, Mann. Ich geh morgen, wie gesagt, der erste Tag von dieser Halloween-Special-Aktion. Die Jungs flippen aus. Der eine will Dragosso-Nest, der andere Bavare, Bisasam-Nest, der andere Pummelhof-Nest, der andere Bordeaux-Platz. Schauen wir mal. Ja, aber nicht angezeigt. Ist irgendwo ein Wurpix in der Nähe? Weil ich hab, der zeigt nicht sofort, wenn er sich hält. Der Map zeigt nichts an, aber... Das ist Dragosso. Geh zum Dragosso, Mann. Nein, wir gehen zum Wurpix. Das ist Mord, Alter. Mein Gott. Boom, schau, Digga, das ist Endred. Du bist der Einzige, der Dragosso. Ich vertraue Tati. Mann, direkt zwei Wurpix. Okay, bei mir nur eins. Ja, richtig saftig. Ja, was hab ich euch gesagt? Ich mach direkt zwei Wulnonos, Mann. Ein Wulnono, meine ich. Ein Strich, Alter. So ist Dragosso gekommen. Zwei Wurpix, Mann. Zwei? Ja. Ich hab alles nur geschlüpft, Alter. Ja, alles, was ich viele Stahl-Pokémon Welche Stahl-Pokémon gibt's denn jetzt in der Gegend? Magnetino? Ich glaube, da bin ich voll. Warte mal, zeig mir mal die Ding. Was ist bei euch? Ich hab so viele Traumato-Bombs, das ist zu heftig, Mann. Und jetzt krieg ich sogar noch mehr. Mit 8 Bomben. Ja, aber nicht, dass wir jetzt alle blauen nehmen und dann, ey, ich will noch die paar roten, du so, nein. Dann nicht gehen. Doch, okay, das, Mann, das macht er mit Sicherheit. Ab, das macht er mit Sicherheit. Gell, er macht doch so, wenn er machen will, fällt er auf. Was machen wir? Er kriegt noch zwei Schellen von mir. Ich geb's ihm, wann ich möchte, wie ich möchte. Aber das trottet sich hier nicht, Mann. Ja, okay. Ja, ich trau mich echt nicht, Alex. Rein, ja. Wo geht's jetzt lang? Wir gehen zurück zur Tram. Wir fahren mit der Tram zum Ostbahnhof. Kommst du mit? Ja, dann muss ich doch auch hin. Ja, dann fahren wir mit der Tram zusammen. Ja, ich fahr auch mit der Tram. Ja, okay. Hey. Ich war auch mit der Tram. Oh mein Gott. Barisch. Ich gehe auf Arena, ja. Danke, Tati, für Internet und Kabel. Ja, sehr gerne. Wir hören uns. Vergiss nicht meine 8 Spot-Idee. Es kommt. Es kommt, auf jeden Fall. Bleibt dran. Auf dem Nachhauseweg noch ein Ammonitas. Zu heftig, Mann. Ein Ammonitas-Nest, Mann. Zu heftig. Auf jeden Fall ein Ammonitas-Nest. Wir sind immer noch auf dem Rückweg. Aber es kommt immer noch ein Ammonitas. Wir sind immer noch auf dem Rückweg. Es ist das dritte jetzt gespawnt. Mir kommt nichts. Kannst du einen machen jetzt, was? Ja, Mann, ich habe sogar 71 jetzt. Echt jetzt? Von okay, 20 oder so auf 71 gespawnt. Alter, dieses Halloween Special ist zu heftig, Mann. Ja, Mann. 8 Bonbons ist zu krass, Mann. Es war der erste Tag vom Halloween-Special, war nicht schlecht. Bordeaux-Platz war jetzt nicht so toll, aber ich habe gehört, das hat sich wieder geändert, also werden wir heute nochmal dort vorbeischauen. Ansonsten Hofgarten war echt gut, überraschenderweise. Und haben wir auch überraschenderweise ein Ammonitas-Nest entdeckt, also das war eigentlich nirgendwo angegeben, dass es ein Ammonitas-Nest ist. Was nicht schlecht ist, weil jetzt kann ich mein Amoroso machen, die anderen Jungs auch. Also nur Tati hatte schon sein. Ansonsten war es das auch schon von uns wieder, wie immer. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und natürlich auch, wie ihr das Halloween-Special findet, was ihr da so Besonderes macht. Das ist mein erstes Amoroso. Das war's von uns wieder und vergesst nicht, Pokémon is serious business. Das war die Folge von heute. Der erste Tag vom Halloween-Special. Wir waren am Bordeaux-Platz und im Hofgarten. War okay. Heute streiten sich die Meinungen. Die Jungs wissen noch nicht alle, wo wir genau hingehen sollen. Jeder hat seine eigene Meinung. Vielleicht zieht jeder sein eigenes Ding durch. Mal schauen. Echt schwer zu organisieren. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Uni. Dort
meinen Beutel füllen. Das sind eins viele Stops und da spawnen auch die ganze Zeit drumherum viele Pokémon und ist auch gut zum Kilometer sammeln, also alle drei zusammen. Und dort bleibe ich eine Weile, bis die Jungs sich entschieden haben. Dann schauen wir mal. Ich habe während der Halloween-Aktion drei Sachen vor. Erstens will ich auf 32 kommen, was möglich ist. Ich habe 31 jetzt mit ungefähr 100.000, bisschen mehr. Sollte machbar sein, kommt drauf an, wie dieses Angebot, diese Aktion sich jetzt auf die EPs und so auswirken wird. Zweitens natürlich mit den Buddies gehen. Da habe ich Slimer. Und dann will ich mit Porygon und Chanera gehen für zweite Generation. Weil die sind echt selten. Porygon habe ich jetzt erst zweimal im Leben gesehen. Einen gefangen nur. Chanera auch nur zwei. Also das sollte machbar sein. Slimer habe ich jetzt fast fertig. Und dann schauen wir mal, mit wem ich danach gehe. Wenn es sich noch ausgeht, vielleicht auch noch mit Glumanda. Aber schauen wir mal. Und dann Nummer 3, ihr habt es gesehen. Barisch ist Medaillen besessen. Will Dragosso-Nest gehen, obwohl überall Dragossos sind. Aber er hat nicht ganz unrecht. Also Medaillen sind schon wichtig. Und ich will da halt auch, wie er, die Boden-Medaille vollkriegen. Was eigentlich locker machbar sein sollte. Und dann auch die Geist. Geist habe ich fast fertig, fehlen noch 30 oder so. Und Boden noch ein bisschen mehr als 100. Also schauen wir mal. Müsste aber machbar sein. Ansonsten halt die Aktion so gut ausnutzen, wie es geht. Aber mal schauen, wo es heute hingeht. Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fang sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Letzobal, Dick, Dani, Doran, Mankey, Risa, Florat, Fratz, Ibitak, Taubsi, Golking, Blitzer, Dragoran, Nebula, Ponita, Aquan, Aquapos, Meppo. Komm und stab sie hier. Pokémon. Tati kommt genau richtig, genau wo Dragonier ist. Das geht ab, Mann. Alle sind von links irgendwie gekommen. Digga, ich hab gehört, Dragonier ist hier, Alter. Ja, anscheinend. Aber da vorne, oder? Keine Ahnung. Alle sind von links gekommen. Ja, dann gehen wir nochmal schnell laufen, oder? Okay, Jungs, ich will jetzt nicht sagen. Ja. Aber ich habe richtig... Sorry? Sorry? Wo war das Dragonier? Da weiter vorne. Ganz weiter, oder? Alles klar. Weißt du, wo der ist? Ja, genau. Bei dir ist der Weißenburger Platz und da vorne. Also wenn er noch da ist, also wenn er noch da bleibt. Schauen wir mal. Ich bin mit Tati unterwegs, hat immer Glück, also das ist schon mal gut. Schlechte Nachrichten, Leute. Wir haben es anscheinend verpasst. Tati gibt noch nicht auf, er sucht noch. Er ist weg. Also leider zu spät, 15 Minuten zu spät. Also wir sind schon vorbei. Ja. Ja, ich denke mal, wenn wir ein, zwei Minuten früher da gewesen wären, hätten wir noch erwischt. Egal. Ab zum Bordeaux-Platz, vielleicht kommen heute noch ein paar Trattinis oder so. Wir werden sehen. Ich hoffe mal, bestimmt. Auf geht's zum Bordeaux-Platz. Ist 5 Uhr. Heute war echt Chaos. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Dies, das. Echt verrückt. Nix Chaos, Mann, oder? Jeder geht dann. Die anderen sollen halt gehen, wo sie hinwollen, Mann. Scheißegal. Oh mein Gott. Ja, so scheiß auf die Nebendarsteller. Ja, das ist so, hallo? Die Hauptdarsteller kommen alle Bordeaux-Platz. Es lohnt sich gar nicht, dass sie jetzt um 17 Uhr zum Louis-Pott-Park gehen. Es lohnt sich echt gar nicht. Außer man hat Licht oder irgendwas. Ja? Ich gehe Samstag, ja. Bam, 3 Stunden, habe ich meine Bisasamen für immer. Dann hole ich mir vielleicht 300, 400 Bonbons, was weiß ich. Und es reicht dann forever, Mann. Fertig. Und danach können wir immer noch was machen. Dann ist es erst, ich gehe gleich vormittags. Tschu. So, ist das ein guter Plan. Was hast du heute so getrieben, Tati? Boah, heute war krass, Mann. Ich war in der Früh ein bisschen radeln. Ich gehe mir früh, wenn ich früh aufstehe, gehe ich ein bisschen radeln und so. Ein paar Eier ausbrüten. Hab noch einen Abstecher zum Ostpark gemacht. Da ist ja ein Pummelluftnest. War ganz in Ordnung. Da bin ich mit meinen Kiddies zum Tierpark gefahren. Und da war es auch richtig krass, Mann. Ends viele Stops dort. Echt? Also, ja, ends. Also, fast jedes Gehege ist so eine Art Stop. Ja. Da kam noch ein Lapras. Ich hatte halt mein Go Plus aktiv, ja, hat wieder funktioniert. Und bin halt mit meinem Go Plus rumgelaufen, weil ich wollte halt mehr was mit den Kindern machen und nebenbei halt fangen. Ja, und dann halt, ne, kam Lapras, habe ich nicht gesehen auf dem Handy. Ist halt entschlüpft, also abgehauen. Ja. Das geht ab, Barisch, Mann. Scheiß Glücksel läuft einfach. Was ist denn los mit dir, Kerl? Ich verstehe das gar nicht. Schau mal an.
Ich verstehe das echt nicht. Aber ich hatte aus Versehen Glücksrad aktiviert, so wie es aussieht. Das war Nummer 4. Oh mein Gott, 5 Minuten. Vor 25 Minuten hast du es gemacht. Ich habe vielleicht 20 Entwicklungen gerade geschafft. Richtig zu. Ja, wieso machst du es dann überhaupt? Ja, aus Versehen. Alter, die letzte Folge hier schon Glücksrad verschwendet. Ja, Mann. Und heute Folge wieder Glücksrad verschwendet Nummer 2. Das war nicht verschwendet, das war verschenkt, Mann. Aber ich weiß nicht, wie du da drauf kommst, Mann. Du musst sogar doppelt draufklicken. Ja, mein Finger war drauf. Ich so, fuck. Wenn ich jetzt weggehe, wird es aktiviert. Da dachte ich mir, du musst draufbleiben, Mann. So. Kannst du nicht Handy ausmachen? Hab ich auch überlegt, aber ich dachte mir, oh, scheiße. Das wäre zu krass gewesen. War das, tut mir echt leid für dich, Mann. Tut mir echt leid. Ich hab sogar Internet gekauft, ich war endfröhlich. Bam. Hast du jetzt? Ich hab dieses Datensnack geholt. Richtig tot. Ich hab mich mal Bock, die letzten Minuten auszumachen. Oh mein Gott. Arisch, Mann, was ist los, Kerl, mit dir? Ich schwör's dir. Oh mein Gott, jetzt hab ich so geschlossen. So krass, ich leide heute. 3 Gelben. Tati hat schon wieder ein 10 Kilometer im Kopf. Das ist mein 5. heute. Bargisch, was ist deine Meinung zu Tati und den langsam Eiern? Die Lust am Pokémon, Mann. Ich muss mir noch einen Inkubator kaufen. Ich glaube, ich hatte seit einem Monat keinen mehr. Bei mir sind es 2 Monate. 2 Monate und ein paar Tage, Mann. Und Tati echt, hat in den letzten 2 Tagen 3, 4 bekommen. Ja, es gibt nicht mal ein Video, wo ich 10 Kilometer. Also ich hab jetzt innerhalb, also gestern und heute insgesamt 15 Kilometer Eier. Heute sind schon 3 geschlüpft. Und dass er Relaxo gekriegt hat, schreibt er nicht mal mehr in die Gruppe. So viel Anspannung hat verloren. Ich schreib so in die Gruppe, wenn es perfekte Ding hat, Mann. Perfekte Attacken. Ja, was soll ich machen? Ich krieg's ja halt und blüht's alle aus. Inkubatoren, ich sag's euch, Inkubatoren ist das Wichtigste in diesem Scheißspiel, besonders jetzt bei dem Event. Ich weiß nicht, was mit Bargeschluss ist. Das ist echt komisch. Irgendwie ist er noch im Schock vom Glücksei. Ich weiß echt nicht, was mit ihm ist, Mann. Schockmodus, Mann. Er ist gerade dahinter gegangen. Schaut den Typen da verstrahlt an, oder das Mädel, keine Ahnung, ja. Ja, meinte, sie hatte irgendwas im Arm, dann schaue ich sie so an, hä? Sie hat gar nichts und jetzt hat er nochmal hingeschaut und auch nichts mehr gesehen. Irgendwie hat er sich irgendwas eingebildet, ich weiß auch nicht. Gehen wir mal der Sache nach, oder? Was ist los, Baugisch? Oh mein Gott. Das kann ich voll. Ich hatte gerade eine Fata Morgana, nennt man das. Was ist denn los mit dem Kerl? Ich bin wurscht. Hä? Brauchst du einen Toast? Hier ist ohne Anzug. Tati sagt so, er hat keine Zeit, aber wenn wir jetzt gehen würden zum Essen, würde er mitgehen. Aber Glücksei ist aktiv. Er muss 20 Minuten warten. In 20 Minuten. Das ist die Tati-Falle. Nee, wieso Tati-Falle? 20 Minuten ist doch in Ordnung. Das ist halb ungefähr und dann gehen wir. Ja, klingt gut. Bis dahin kann ich ja... Bestimmt Ringlass ist so vor seiner Haustür und der Laden hat zu. Den Laden gibt's gar nicht. Hey Jungs, ich gehe nach Hause. Das ist ja richtig Tati-Style. So ein Scheiß. Na klar, wie hat er mit... Wieso Tati? Ey? Okay, wie hat er mit McDonald's Bordeaux-Platz geschafft? Keiner hätte es gedacht. Bam, am Ende waren wir Bordeaux-Platz. Sei ehrlich. So ist wir hatten nicht mal den Anschein, dass wir Bordeaux-Platz sind. Wir landen dort. Wir sind Max wieder bloß ausgestiegen. Das ist so ein Ecke, Mann. Wir haben es, wie sagt man, schwarz auf weiß auf Video. Sag mal gar nicht. Mal Videobeweis. Schwarz auf weiß halt. Auf Papier. Videobeweis. Videobeweis, ja. Vorletzte Folge. Ja, aber leider war auf diesem Videobeweis nicht drauf, wo wir in der U-Bahn saßen und uns abgecheckt haben, wo wir überhaupt essen gehen. Ja? Jungs. So, wir chillen ja noch bis Tatis Glücksei zu Ende ist. Dann gehen wir was essen. Super saftig. Das ist der krasse Türke, Mann. Wo denn? Der ist von den beiden. Ja, Mann. Der rechte, oder? Der mit den Scans. Echt jetzt? Ja, der mit dem Rucksack blau links, ja. Oh mein Gott, ich hab's gefangen. First try, passt, Alter. Ich bin Hypo, Mann. Ich hab auch. Ja, Mann, ich auch. Wir chillen hier gerade Burger King, bisschen essen. Bargisch hat hier ein paar Fragen an Tati, wie er so viel Pokémon Go und Familie und Job unter einen Hut kriegt. Tati, in deiner freien Zeit, was machst du da? Pokémon Go spielen. Sonst nichts. Sonst nichts, gell? Safe. Zurück zu deinem Tagesablauf. Ja. Das heißt, von heute. Nichts. Also, ich habe es frei gehabt, oder ich habe es die Tage frei. Zum Beispiel bin ich heute früh aufgewacht.
Ich schlafe nicht so viel, ich schlafe auch nicht so lange, auch wenn ich frei habe. Stehe ich um 7 Uhr auf oder um 6 Uhr. Ja. Na, wie viele Stunden schläfst du? Kommt drauf an, also Minimum 6 Stunden. Minimum. Ja. Das reicht mir auch schon. Echt jetzt? Ja, ja. Und dann stehe ich halt auf, bin happy angezogen, habe gefrühstückt, angezogen, habe frisch gemacht alles. Bisschen mit den Kindern gespielt, zack erstmal eine Stunde auf dem Rad, ein bisschen auch sozusagen Sport gemacht, ein bisschen Ding. Also war im Ostpark, hab ein bisschen gefahren, ein bisschen Eier ausgefüttert, zack nach Hause. Kinder fertig gemacht, da waren wir heute im Tierpark, ewig lang, Mann. Wir waren 4 oder 5 Stunden unterwegs. Da habe ich natürlich auch Pokémon Go gespielt, ja, weil ich habe einen Go Plus. Ja. Also ich würde zum Beispiel nie... Das ist so ein Pferd, das ist ein Kind bestimmt so, Papa, das ist ein Pferd, der so nein zum Politiker. Also ich zum Beispiel würde mir nie erlauben, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meiner Frau unterwegs bin, dass ich mit dem Handy so rumlaufe, ja, dass ich hier weiß schon fange und so. Sondern einfach halt, deswegen habe ich mir auch Score Plus geholt, kann ich immer nebenbei machen und so, ja, das ist halt gut. Aber trotzdem war Zeit für die Kinder, dann bin ich nach Hause, habe die Kinder also ausgezogen und alles. Meine Frau hat gerade Abendessen für die Kinder gemacht, kurz noch mit denen gespielt, dann zack ab und mich mit euch getroffen und jetzt sind wir hier. Und dann wird es halt im Grunde etwas weniger, wenn ich halt arbeite. Und ab und zu kann ich gar nicht. Welche Arbeit läufst du mit GoPlus? Ja, klar. Doch, hast du doch gesagt. Ich schaue alle halbe Stunde mal aufs Handy. Und dann gucke ich, dann check ich mal ganz kurz die Lage. Ich glaube nicht sehr glaubwürdig. Ich habe halt direkt an meiner... Warte. Ich habe direkt an... Wie soll ich ihn machen? Nein, was soll ich denn dort machen in der Arbeit? Erzähl mir das mal. Ja, nicht Pokémon Go spielen. Jetzt kann ich ja nicht. Weil ich muss ja laufen, um irgendwas zu finden. Aber ich habe direkt an meiner Arbeit direkt ein Onyx-Spawn. Es spawnt immer Onyx. Ich kann am Tag 3-4 Stück fangen. Ja. Ganz geil. Aber sonst eigentlich spiele ich nicht mehr als jeder andere. Ja? Also ich spiele schon mehr als ihr, ja, vielleicht. Aber du spielst ja ganz wenig. Weil anscheinend kriegst du nicht alles um deinen Hut, so wie ich. Oh mein Gott, Powerbank ist in die Toilette gefallen. Das ist eine andere Geschichte, die kommt auch noch. Ey, was geht ab? Jungs, Mann, was klar, Hung? Passt schon. Wie war bei euch heute? Nicht schlecht, wie war bei euch? Was meinst du? Wie war bei euch? Ja, war schon ganz gut. Also ich hab dir doch geschrieben. Wie Bonbons? 100. 150 oder so hab ich gemacht. Nicht schlecht. Oder? Das war ein Scheiß, Mann. 100? Nein, 100 hab ich nicht gemacht. 80, also 10. Nur 10 bis Samstag gefahren. 10 ist nicht, aber echt nicht zusammen. Na doch, 10 ist schon schlecht. 10 ist echt nicht viel. Für Bisasam Nest? In 2 Stunden 15 Bisasam. Das ist ein anderes Nest. Was ist heute los mit dir, Mann? Was? Marodo Nest ist viel krasser als Ostpark gewesen. Was? Viel krasser. Luitpoldpark als Ostpark. Ja. Ostpark ist ein Witz gewesen. Ja, was lachst du, Mann? Ich war ganz gerade Chicken McNuggets Menü, aber er hat um den Schieß. Es kam nur noch Bisasam. Wo denn? Ostpark. Luitpoldpark ist viel heftiger, viel heftiger. Heute ist echt nicht Bargisch sein Tag. Du warst doch bei... Wollt ihr danach noch was rangehen oder geht's hier heim? Also ich gehe vielleicht noch. Ich gehe heim dann. Also ich wäre auch noch dabei. Ja. Hey Alex, welches Level bist du? Ich muss früh aufstehen. Schaffst du das? Oh mein Gott. Nochmal bitte. Was? Ich muss früh aufstehen morgen, aber ich komme morgen, glaube ich, trotzdem mit jetzt. Ja. Erzähl von den krassen alten Zeiten, Bargisch. Warte, du musst die... Jeden Tag 100 AG, also 100 Gold. 100 Münzen um 2 Uhr Nacht, den Sommerferien. Ja, Mann. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Mein Freund hatte so eine App, sogar ein Beep-Teil. Ja. Die hat auf 10 km eingestellt. Wenn wir schneller als 10 km gefahren sind, hat es gebiept und dann sind wir wieder langsamer. So krass, wir haben voll effizient. Ich weiß, eine Nacht war ich auch mit dabei. Echt jetzt, heute? Ja, da hat er gesagt, Ostpark, haben wir uns Ostpark getroffen. Da sind, ja, wir, genau, dann, sind wir am Bordeaux-Platz gefahren. Heute. Eine Nacht war ich dabei, aber nicht in der Arena, sondern halt so. Da war Barisch echt krass, er hat mir alles gezeigt, alles gegeben und so. Ich hatte da 400 Kilometer, ich schau bei den anderen, die haben so 117, also fast so Vielfache. Das war zu krass. Ja. Das ist echt komisch. Tati geht. Wir legen noch eine Session ein ohne Tati. Mein drittbester Freund. Das ist meine Chance einzuholen. Seine Chance einzuholen. Das ist nicht schaffen, mein Freund, Alter. Ciao, Tati. Alter, er hat Pokémon Go Plus ja auch im Schlaf an, Mann. Das war die zweite Folge vom Halloween Special. Nichts Besonderes passiert, wir haben viel gefarmt, viel von den Halloween Monstern gefangen. Ein bisschen gruselig wurde es um Bargisch, er war richtig verwirrt, also bei ihm schlägt Halloween richtig ein. Ansonsten schauen wir mal, was wir die nächsten paar Tage machen. Wir sind immer noch planlos, jeder geht seinen eigenen Weg, aber checkt die anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab, schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen, wie euer Halloween Aktion-Special läuft.
Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Hoi, was geht ab, Leute? Hong hier mit Tati am Start. Wir sind mal wieder im Lootball Park. Auch bekannt als BN, die Saisonnetz. Der geht echt ab. Vor allem jetzt mit Doppel-Candy. Ja, Mann. Tati war schon ein bisschen hier. Das ging ab. Ich habe jetzt schon, glaube ich, ich bin hier reingekommen, wurde schon von 3 Bisasams empfangen, habe die gleich alle gefangen. Dann bin ich, habe ich eine Runde gedreht, habe nochmal 3 oder 4 gefangen. Das ist brutal. Ja, Mann. Und alles hier doppelt. Echt krass. Ja, echt krass. Also wirklich heftig. Schauen wir mal, wie viele wir fangen können, bis wir gehen müssen. Danach gibt es noch ein neues Nest, das wir entdeckt haben, beziehungsweise Tati. Klar. Passt schon. Ist es direkt am Stop oder? Ja, eigentlich schon. Falls es noch da ist. Eigentlich können wir gehen, ich habe schon 10 gefangen. Es geht echt schnell hier. Also wie viele Bären? Oh mein Gott. Wieder weg von mir. Das ist richtig aggressiv. Er ist auch nicht so schlecht von den Werten. Auch. Oh mein Gott, voll an den Werten. Oh yes! Oh mein Gott. Geschafft, Alter. Das war ein leidender Moment. Ich hatte erst Schwierigkeiten, den überhaupt zu finden. Und dann auch noch zu fangen. Jetzt geht's wieder. Wir haben gerade gehört, 2 sollen da links sein. Das ist super saftig, schauen wir mal. Und wieder 5 Kilometer Ei. Oh mein Gott, Hang. Schlurf kommt immer näher. Ich spüre es. Ich spüre es. So, was sind jetzt? Tati spürt. Schlürp, ich spüre kein Galaxo, leider. Die brauche ich nicht spüren, man, dann kommt man alleine, Alter. Oh mein Gott, 646. Haben wir schon. Dann müssen wir gleich nochmal zurückgehen. Ja. Versuchst du 600er mit dem Pokéball zu werfen, oder was? Und vorne nimmst du den Hyperball. Ich hab nicht aufgepasst, weil... Oh mein Gott, es ist abgehauen! Oh mein Gott. Zu viel Regen, Mann. Ich muss alles trocknen. Du gehst in die falsche Richtung. Du musst doch da rein. Du kommst doch gar nicht rein, ja, Mann. Eben. Oh, yes. Bisschen Action mit Tati. Wir gehen einzeln verrückten Weg. Ich muss in den Park rein, der ist da links. Oh mein Gott, der nächste auf der Nierballiste, oder? Hier ist der Seite. Ja, da ist er. Hast du schon? Ja. Der nächste. Oh mein Gott, wo geht der hin? Das ist der andere Karte. Oh mein Gott. Normal, ich folge dem jetzt einfach. Dem da. Das ist der uns geholfen hat. Ja, ja. Aber da war noch ein anderer, der uns geholfen hat. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Der hat gesagt, hat 2 Stück sind da. Mhm. Aber egal. Noch einer hier. Oh mein Gott. Noch einer. Kleine Verwechslung. Den ich gerade gefangen habe, war nicht der, den Tati gerade gefangen hat. Das war ein dritter. Den habe ich zum Glück jetzt auch noch bekommen. Das reicht jetzt für mein zweites Piece of Floor. Und jetzt holen wir noch ein paar zu pushen vielleicht. So ist es. Weil wir haben jetzt gemerkt, wir müssen mindestens 2000, ein Pokémon 2000 an eine Arena setzen, weil sonst bist du nur der Letzte. Ja? 2000 ist eh schon zu schlecht. 2000 ist sogar schon zu schlecht, ja, Mann. Komm,
Mal die Sasam hier. Seht, die Bisasams gehen wieder ab. Echt super saftig hier. Nein. Okay, die machen sich wieder auf den Weg, oder? Oh mein Gott. Wir stehen einfach hier, es ist ein Bisasam gekommen. Hm? Genau in dem Moment hat die neu gestartet. Oh mein Gott, aber er hat's. Oh mein Gott, ich überlege erst, die Taubsi zu nehmen. Taubsi entzelten. Hier ist das Gelb. Ein Lob auf die. Mit den Abgehaken. Auf jeden Fall, was die Nester angeht, das ist super. Ich setze es nicht rein, weil ich habe gegen 6 rote Kämpfe. Was machst du? Nee, da ist eben. Kannst du noch nicht, freue mich über die EP, wenn ich wieder rausgehe. Dann lieber doch nicht. Was? Gelb? Oh yes. Blau oder rot? Blau oder rot? Rot, passt. Wir sind irgendwo jetzt komplett außerhalb des Parks, aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob jetzt hier rechts oder da links. Nee, die sind, waren da hinten, wo wir vorhin waren. 578. Von welchen College-Jacken redest du? Ja, von den roten. Die roten? Ja. Nee. Ja, das könnte schon sein, dass die das waren, aber es waren die da hinten. Das war wie das eine Mädchen, das dabei war. Ja, ich hab die gesehen, ja. Ich glaube, die heißt Dani, oder? Dann schauen wir mal. Ein paar Bisasams gibt's ja schon, also. Und so, das ist schon echt gut eigentlich, ne? Im Vergleich, Ostpark zu hier. Ostpark ist tot, Mann. Ich hasse Ostpark. Ja, aber nur weil dein Handy da spinnt. Oder? Ja, und jetzt? Ja, aber das hat er nicht damit zu tun. Ostpark ist ganz gut, Mann. Da soll noch mehr im Nester kommen. Also hier. Hier? Ja, bei der Kreuzung. Das ist aber hier. Das haben wir doch gerade gefangen, oder nicht? Nein. Welches Song? Schaufahrer da? Wo? Ja, hier. Ja, das hatten wir doch gerade. Nein. Doch. Das da hinten hatten wir gerade. Ich habe beinahe zwei jetzt gefangen und hier nur eins. Dementsprechend kann das nicht dasselbe sein. Weil ich ja nicht dasselbe nochmal gefangen habe. Okay, Tati, geh du mal da, ich geh da. Login-Probleme meine ich. Dimi, der bei dem es immer am meisten hängt, bietet Tati, der das krasseste Internet hat, gerade Internet an. Ich habe das wirklich nicht angenommen, weil das gar nicht sein kann, oder? Sorry, ja. Mein Charakter läuft doch fröhlich herum, ja. Das kann gar nicht sein, ja. Aber egal, aber ich werde diesen Fehler beheben, ja. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ja, warte mal, wo du gerade bist, oder? Wir brauchen keine Scanner, wir haben Hong, Mann. Hongs Charakter checkt überall irgendwo was ab, Mann. Okay, vorbei. Warte, der lila ist. Der. Wie, welcher ist denn das? Bamberger Haus. Bisschen zurück. Schon wieder? Aber genau auf dem Pokestop war der. Ja, dann nicht, dass es der gespawnt ist. Ah nein, das Ding ist aus. Den hat er schon gefangen. Nein, Lockmodul ist aus. Ja. Nicht, dass es vielleicht der Lockmodul war. Nee, das war schon aus, wo ich den gerade gefangen habe. War das aus? Ja, dann. Ach so, dann ist es immer dann, wo die vorhin die Tramatos gespawnt sind. Direkt immer am Stop.
Wie ist das ein Ding, Alter? Ernst. Also schauen wir mal, ob die den kriegen. Bei mir ist immer ein bisschen anders. Ich krieg immer ein paar extra. Muss ich sagen, ich bin mit 250 Bonbons hier angekommen. Ja, hab jetzt. Boah, krass, oder? Wen? Disco Algen. Diesen scheiß Namen habe ich mir gemerkt, Alter. Der Name ist echt krass. Das sollst du mal nicht merken, weil der leidet jetzt gerade, man. Oh mein Gott. Oh, ich, yes. Ich bin fett, was fame bist du? Bist oh yes, ich bin wieder drin, Alter. Ich bin wieder drin. Okay, jetzt kann man wegschicken. Echt, da musst du mal zeigen, wo der ist, Mann. Die muss natürlich immer wieder weitergehen. Und wollte er mir sein Internet anbieten. Der ist echt lustig, der Kerl, oder? Oh yes, ich habe ihn dank meiner Ding habe ich ihn gefangen, oder? Ganz krass. Oh, die sind durchgelaufen, zack, oder? Ganz heftig, Mann. Ja. Keine Angst, Totti. Wir haben den jetzt auch bekommen. Was? Wir haben den jetzt auch bekommen. Wen? Für den, das Bisasam. Ja, aber nur weil wir jetzt den gefolgt sind. Sonst wäre wahrscheinlich irgendwo rumgelaufen, hätte gar keine Ahnung gehabt. Ja gut, die groben Spawnpunkte kennen wir ja auch inzwischen. Ja, die groben, aber da fängst du ja nicht so viele. Da fängst du ja nicht effektiv, Didi. Man muss effektiv fangen, verstehst du? Genau so ist es, Tati. Man muss effektiv farmen und das kann man vor allem jetzt mit dem Halloween-Special und dem doppelten Bonus auf jeden Fall tun. Wir haben genug Bisasams gesammelt. Ich kann jetzt sogar 2 Bisaflows machen. Ich mache jetzt mal den ersten für euch. Und wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen und natürlich, wie ihr das Halloween-Special findet, wie ihr das am besten ausnutzt und so. Das ist jetzt mein erstes Bisa, also Bisa Knoss habe ich schon, mein erstes Bisa Floor mache ich dann für die Kamera und zweites dann off-camera. Erstes Bisa Floor, mal schauen, wie stark es wird. Nicht schlecht, ziemlich saftig. Ich habe noch Candy und zweites Bisa Floor. Ja, das war's für diese Folge. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Jetzt hat er am Start. Bargisch ist endlich auch gekommen. Wir fahren jetzt zu einem neu entdeckten Pikachu Nest. Bargisch ist richtig begeistert. Wieso überhaupt? Was? Wieso bist du so Pikachu geil? Ja, wegen der Medaille, Mann. Die ist noch auf Bronze, wie die meisten von uns. Und wir haben nur noch 1, 2, 3 Bronzemedaillen und Pikachu ist die mit am Abstand schwierigste. Und wir checken ja viele Nester in München ab. Also nicht nur diese offensichtlichen, fahren auch so zu kleineren und jetzt schauen wir mal. Da kommt. Pikachu, die Nummer 1 für mich und ich brauch dich. Am liebsten hab ich immer dich ganz klar bei mir. Gib mir jeden Kampf mit dir, weil wir beide nur zu zweit unschlagbar sind. Angekommen, direkt Pikachu gespawnt. Wieso lebt denn der so Pikachu? Bargisch hat's. Bei mir hat's noch nicht geladen, aber. Richtig saftig oder 8 Bonbons. Aber hier seht ihr schon, direkt Sightings Pikachu. Gutes oh Nest. Oh mein Gott, da ist es. Neben am Quapsel, oder? Oh mein Gott, ich steck jetzt aus. Wir sind angekommen, aber nach einem Park sieht's hier irgendwie echt nicht aus. Leute, Pikachu Sighting. Das ist das krasseste Nest. Das ist ein Parkplatz, Alter. Das ist da oben, glaube ich, alles. Oh, ich bin auf diesem Datenstick. Wo? Welche. Aber kann auch sein, dass es der schon ist, den wir hatten. Aber wir können ja trotzdem hingehen. Oh,
okay, hier sind echte Leute unterwegs. Ja. Bagisch hatte die Idee, sich zu trennen, aber Tati und ich folgen lieber den Menschen. Die sind da vorne stehen geblieben, also schauen wir mal, ob da irgendwas ist. Bagisch! Komm her! Ich hier! Oh mein Gott, wieso läuft der? Mein Gott, wo bin ich? Ich muss ihn beobachten. Ne? Bin ich irgendwo richtig, Tati? Ah, da ist sie. Oh mein Gott. GPS hat mich nicht versagt. Warte, ich würde lieber den Leuten folgen machen. Bagisch wird auf der Strecke gelassen. Zwei! Bagisch! Bagisch! Bist du drin, der Kerl? Wir müssen den Typen folgen, der ist echt krass. Er kennt mich, er hat mich gleich erkannt, oder? Er hat dich erkannt! Er hat gleich gesagt, du bist immer da, wo wir auch sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich folge euch auf Schritt des dritten Mal. Nee. Glück beide bekommen, super saftig, direkt zwei Pikachus. Bagisch nirgendwo zu sehen, er wollte sich ja unbedingt trennen. Noch eins. Echt fettes Pikachu-Nest. Ja, Mann. Echt heftig. Nein, fahr nach Hause. Was ist das letzte Pikachu eigentlich jetzt? Tati, du stehst im Weg. Was hast du danach vor, Bagisch? Danach können wir doch Budokan zu sein, nicht? Oder wo wir zusammen sind? Ich weiß nicht.
Produktplatz war schon echt saftig, weil da immer Dratini so regelmäßig. Gestern haben wir ja, wie lange willst du hier noch bleiben dann, circa? Bis fünf vielleicht. Fünf, dann Bordeaux-Platz. Wann würdest du kommen, vielleicht, wenn überhaupt? Sechs Bordeaux-Platz. Oh, ja. Also wenn ich schaffe, ich weiß es echt nicht. Was mit Pause, Mann? Gibt's keine Pause? Ich bin echt hungrig, aber Pikachu... Oh mein ich Gott. Bin hungrig auf Pikachu. Kannst ja nichts, du kannst ja nichts kaufen. Wenn ich schaffe, dann komme ich heute echt noch, aber vielleicht ab 8, 9. Und dann bleibe ich auch so wieder 2 Stunden oder so. Also wenn Bordeaux-Platz überhaupt noch aktiv ist. Passt. Weil ich weiß nicht, was die Gruppe macht. Bleiben wir bis 5, 6 hier Pikachu Nest. Oh mein Gott, was? Die Medaille, Mann. Gold. Die schaffst du gar die nicht. Die ladet Pikachu-Medaille und Elektro-Medaille auf. Aber die schaffst du gar nicht heute. Das weiß man nicht. 300 Ach, Stück? Die, natürlich nicht, ich will Silber. Aber Silber schaffe ich auch nicht heute. Pikachu ist echt saftig, aber Tati musste die Jagd abbrechen. Ja, Mann, das erste Opfer. Er ging richtig leidend nach Hause. Aber so richtig. Ja? Ja, okay, danke. Jetzt, wo Tati weg ist, können wir Klartext reden. Wir haben vielleicht eine verrückte Wette am Laufen. Jetzt erst alle Medaillen und so bekommt. Ja, Mann. Deswegen. Sag diese Dreierziele, diese drei krassen. Es gibt 3 Ziele. Genau, Ziel Nummer 1. Also, das war Honks Idee, die ist echt saftig, die ist echt gut. Also, einmal 142 Pokémon. Und alle drei gesehen. Und alle drei gesehen im Dex, also Tauros, Kangama und Porenta. Dann alle Medaillen auf Gold. Die ist richtig, das ist die schwierigste, glaube ich. Und dann nochmal Level 40. Richtig krass, 3 Ziele. Wer zuerst 2 von 3 hat, der gewinnt. Das ist mal eine echt harte Wette. Aber die Frage ist, um was wird gespielt? Das klärt sich noch. Aber bis dahin sammeln wir erstmal Pikachus. Bargisch hat mich dazu überzeugt, Rauch zu aktivieren. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es eine Falle, damit er weiter vorkommt bei unserer Wette. Nein. Damit ich meine Ressourcen verbrauche. Nein, wenn ich Rauch hätte, würde ich auch jetzt einzünden. Weil das ist so abgelegen, ab und zu sieht man hier gar keine Pokémon. Da kommt absolut random was. Pikachu wieder bei Sightings. Bis jetzt noch keins abgehauen. Abgehauen nicht, aber 1000 Mal rausgesprungen wieder. Letztes Pikachu. Für heute. Sehr wahrscheinlich das letzte. Es kann ja noch eins auf den Weg kommen. Echt komisch, seitdem Tati weg ist, als ob du halb so viele jetzt gespawnt hast. Mhm. Oh mein Gott, 2 Pikachu nebeneinander, das ist echt super saftig, Alter. Da haben wir Hyperballonbeere drauf. Super saftig, du sagst es gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so super saftig. Was? Das sind 4 Punkte auf Medaillen, 2 Pikachus. Und das waren gerade einfach mal so 16 Pikachu. Also das war jetzt echt das letzte Pikachu für heute. Oh mein Gott, noch einen Sighting. Gib nicht auf, die Welle ist wieder da. Das ist jetzt der letzte. Saftig 3 nebeneinander. Das ist gerade die Welle.
122 Pikachu Bomben. Oh mein Gott, geflohen. Der erste. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott. Was Superball, du hast? Ja, Mann. Mit Berge. Berge, natürlich. Aber jetzt wirklich der letzte Ball. Ich kein Akku mehr für Kamera gehabt, Mann. Echt jetzt? Ja, Mann. Egal, dann nimmst du halt nicht auf. Ich nehme mir nur die, wenn es Sighting kommt. Nee, das war auch so der letzte. Das hast du schon viermal gesagt, Tom. Nee, das ist echt der letzte jetzt, Mann. Also ich glaub dir nicht. Doch, doch, doch. Ich würde jetzt beide nehmen, ne? Das war aber wirklich das letzte Pikachu, das wir dort gefangen haben. Das war echt ein fettes Nest. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ich kann jetzt mein zweites und drittes Raichu machen. Das werde ich jetzt auch machen. Also mein erstes war ziemlich schlecht. Das konnte nicht mal eine Donnerattacke. Man kriegt halt viele Bonbons während des Events, aber hauptsächlich sind die Medaillen wichtig. Also sollte man wahrscheinlich da nach dem Event hingehen, falls das Nest sich bis dahin nicht geändert hat. Ansonsten, wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und endlich zwei Donnerattacken. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Hier haben wir den ersten Süchtigen, der von uns kommt. Jeder von uns möchte Meister werden, jeder will beweisen, was er kann. Jeder träumt davon, der allererste. Ist ein Dratini gespawnt. Wie immer ist Timmy sehr ineffizient. Oh mein Gott, so ein Bullshit. Oh mein Gott, das ist noch gar nicht da. Oh mein Gott. Wo ist es denn? Bei welchem Stop? Irgendwann im Äußeren. Ja, okay. Geh noch ein bisschen. Ist ja, komm. Okay, der ist. Ist ganz aus. 295. Ist aber ernst schlecht. Kein Risiko. Bero und Hyperball. Und die Bombe ist safe. Ja, das ist. Hier haben wir den zweiten Süchtigen, der zu uns gestoßen ist. Es geht ab, Mann. Wo war's denn, Mann? Ja, Kreise drehen. Ja, ich dachte, ich würde irgendwas krasses verpassen. Ja, nein. Und wo? Saftiges Fleckmann für Dimi. Schauen wir mal, ob er es bekommt. Oh mein Gott, ich muss direkt Superball machen. Yes, ich hab's. Schauen wir mal die Force an. Ja. Oh mein Gott, keine großen Fortschritte. Ich dachte, jetzt kommt allein der Moment. Aber echt richtig unspannend hat das gemacht. Er hat es einfach gefangen. Keine großen Fortschritte, tot waren. Ich brauch's zum Pushen. Ich hab schon voll. Aber egal. Bonbon. Der ist schon mächtig. Ja? Okay, meiner hat nur 150. Meiner hat 90, 99. Oh mein Gott, der gibt einen Karate-Schlag ins Gesicht. Das zweite Dratini. Der Rest der Jungs verpasst es wieder. Ich habe nur eins war. Er hat es diesmal zum Glück. Ja, das erste habe ich verpasst. Jedes Mal, wenn einer kommt, kommt ein neues Stratini. Schon geil. Hat's gut die Faust. Hab ich gar nicht geguckt.
546. Nein, gut, die Vorsatz. Der nächste Süchtige, der zu uns stoßt und die Runde erweitert. Bade ist auch schon da. Wo ist denn der? Ich hab den auf der anderen Seite gesehen. Was geht ab, Mann? Du hast Dratini verpasst. Gefangen bis jetzt. Ist hier ein Pokémon gespawnt. Ich bin mit einem gegangen, also ein paar Kilometer umsonst. Madike. Oh, 1:1:3:38. Das schaut nicht schlecht aus. Dimi, du bist schon Level 30. Nee, aber heute schaffe ich. Also hast du es nicht in 2 Tagen geschafft? Nein, hat er nicht, Mann. Der schafft es auch heute nicht, Mann. Natürlich schaffe ich es heute. Okay, ich glaube, ich entwickle jetzt meinen Kapodon, Mann. Ich bin hier im Bordeaux-Platz. Der letzte ist jetzt gleich hier. Ich hab doch den vorne, ich hab doch den vorher. Ja, er ist hier. Oh, ich hab einen super saftigen Der letzte der Runde. Servus, Jungs. Servus, Loris. Klar? Servus, Dimi. Servus, Tapp. Feuer oder dem Drachenpuls, Mann. Feuer oder dem Drachenpuls. Wie geht's dir, Alter? Richtig scheiße, Alter. Wie lief PR? Ich war eine Stunde dort, ein Pikachu. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich habe extra gewartet, ich dachte, es kommt eine Welle. Das kann sein, ja. Ist das Nest nicht so... Also, du, das kann immer sein bei Nestern. Ja. Aber die Zeiten sind unterschiedlich. Aber ich dachte, geht zusammen. Ja, er hat irgendwas Zeit verschoben und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock. Wir haben von Tatis Köln gehört, dass hier irgendwo Trattini sein soll. Das wird uns aber trotzdem nicht abhalten, die zu zerstören. Und jetzt wird gelaufen. Okay, ich hab's. Verrückte Action, jeder ist gerannt. Ich hab Tati noch nie rennen sehen. Oh, ein richtiger Mario. Du bist doch ein bisschen Action für dieses Ding, oder nicht? Ja, geh mal. Okay, jawohl. Warte, ich dachte, du hast keinen Bock mehr auf das Spiel. Ohne Dragoran geht echt nicht. Okay, gleich gefangen. Ich bin stolz. Wieder 6 Bonbons. Vielleicht wären es 8. Nee, ist schlecht. Ja, 8 Bonbons. Und tschüss. Sehr geil. Egal, es sind noch 2 Sterne, du siehst auch noch mit. Wir sehen hier vor uns Bargisch. Ich hatte mich vorhin erst vor ihm verabschiedet. Ich dachte, ich sehe ihn erst 2017 wieder. Auf einmal ist er wieder da. Man weiß nicht, was mit ihm ist. Er hat doch eine gute Begründung. Sag die ruhig. Ja, sag. Morgen kann ich gar nicht spielen. Und heute ist Doppelbonbon, letzter Tag für mich sozusagen. Ihr habt noch morgen. Das heißt, ich muss sie jetzt heute schlüpfen lassen. Oder halt gar nicht mehr. Das hat er wieder ausgenommen. Läuft der? Es ist an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Dratini. Wir waren gerade mitten in der Schlange. Richtig leiden, während wir warten mussten, aber... Ja, Mann, dann sind wir in der Kasse. Sie macht noch alle Münzrollen auf. Ja, Mann, voll sie hat auch noch so einen Fehler gemacht. Ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es fällt noch rein. Alles für Dratini, Mann. Und das lustige Bad ist eher so, ich laufe dahinter, ich mache mein Ding aus, auf einmal kommt Dratini, ich stehe nur. Oh mein Gott. Aber es ist schlecht, egal. Kannst du gleich weiter schicken. Ist es schlecht? Wieder 8 Bonbons. Ich muss ihn erstmal kriegen, Mann. Wieder 8 Bonbons, fertig, Alter. Wie viel hat er bei dir? Mein Gott, wo filmst du hin, Tati? Ja, ich hab keine Ahnung, Mann. Nimm mal zu, Alter. Ich übernehme wieder die Kontrolle. Ja, besser ist es. Lass mir einfach mal alle in Ruhe. Ihr wollt doch eh alle aufhören, Mann. Was laberst du, Mann? Ihr wollt doch alle aufhören. Leider nicht, Tati. Also man munkelt auf der Straße, hungert auf, wenn er sein Relax hat. Oh mein Gott. Jetzt wird doch. Hast du selber gesagt, Mann. Ich brauch endlich mal was Gescheites. Also, ich hoffe mal, dass
Die drei besten wären halt für mich La Prostratige Relaxo. Was ich noch akzeptieren würde, Nocchan Kikli, Aerodactyl und Evoli. Aber alles andere wäre tot. Du hast sogar Inkubator drauf, gell? Das heißt, so Rosana wäre richtig leidend. Ja, Mann. Das wäre echt tot. Was ist jetzt, Mann? Wieso? Ja, bleib mal kurz stehen und dann lass es laden. Da vorne, wo Licht ist. Okay, es ladet gerade. Okay, passiert nichts. Ja, geh einfach. Und wenn es kommt, dann drück nicht. Ja. Okay. Gleich schlüpft ja meiner hier vor deinem. Okay, Mann, wir sind schon entlang heute hier, Mann. Nix ist das hier. Kannst du mal eine Farm machen, was gut ist? Echt, Mann? Kannst du mal eine Farm machen? Schau mal, er hat ein bisschen nicht zu essen, er leidet. Oh mein Gott, es ist soweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, Jungs. Das erste 10 km. Zeig sein Gesicht dann auch immer. Nein, bitte nicht, Mann. Besser als. Nein, bitte nicht, Mann. Nach dem Öffnen. Okay, kommt's. Oh mein Gott. Ich glaube, Relaxo. Oh mein Gott, Mann! Oh mein saftig, Gott! Oh mein Gott, wie viel Bonbons? Richtig saftig! 55 Bonbons, Mann! Ah, shit, das ist kein Drachenpuls. Egal. Oh mein Gott. Schauen wir uns die Faust an. Eisstrahl der Blizzard Welt Endshard. Erstaunliches Exemplar, KP-Wert, Angriff. Es ist gut, auf jeden Fall. Ja, es ist gut. Sag mal, Eis oder im End. Oi, da wär's Eisstrahl wenigstens. Egal. Okay, das erste war krass. 55 Bonbons. Ich bin sehr zufrieden. Schauen wir uns gleich das zweite an. Okay, er hat Bildschirm angesabbert. Vor Freude. Okay, schauen wir uns das zweite an. Das zweite haben wir schon spekuliert, dass es tot sein wird. Nein, Kikli oder Nocchan. Electek. Oh mein Gott, egal. Bonbons? Okay, 59. 59 Bonbons. Fußkick und Donnerschlag. Alter, endskrank. Was ist das? Electek. Noch ein Dratini hier. Richtig saftig heute. Das ist mein drittes jetzt, ne? Mein viertes. Mein fünftes ist es heute. Oh mein Gott, dann hast du ja schon 40 Bonbons, Mann. Oh mein Gott, mein Daumen ist zu schnell. Barisch, er geht so, ich sag so, warte halt. Er so, nein. Ja, aber ich musste laufen. Schade, Mann. Ich schwör's dir, ich kalkuliere gerade mein Ober aus, gell? Er so, ich sag dann so, Barisch, warte auf die anderen. Er so, nein, ich geh jetzt. Schaut er mich so an. Ja, wieso sollte ich warten? Was bringt das? Ganz ehrlich, Barisch, was soll das? Dann geh ich gerade wieder in die Spiele. Das ist gerade nur Eifersucht gerade. Auf einmal spawnt gerade zu der Dratini. Sagen wir, es wäre nicht dort. Ich habe euch gleich die Information gegeben, dass es nicht am Bodoplatz ist. Ist doch. Wir haben gerade ein saftiges Enton gefangen. Ich kenne mich mit IVs nicht so aus. Erzähl mal, Tati. Er hat auf jeden Fall Minimum 82%. Seine KP-Werte sind auf 15. Das heißt, er dürfte 84 bis 89 haben, je nachdem, was für ein Angriff oder Verteidigungswert noch ist. Hat 911 WP. Bis jetzt, glaube ich, der stärkste. Ich glaube, der ist auf Level 30 oder so. Echt safe. Der wird safe über 2000. Richtig heftiges Teil. Bin ich mal gespannt. Hong will es jetzt entwickeln. Okay, ja. Wir werden gleich sehen. Also man nennt mich auch Hong der Assassin, weil ich immer Gameplay machen muss. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Und wir nennen ihn auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, ja, weil der hat eine Enteron-Armee. Weil ich kämpfe immer mit meinen Enterons. Hier könnt ihr ein paar sehen. Das sind meine Hauptfiguren. Es sind keine Überkiller, aber ein bisschen. Oh mein Gott, der war echt 50 Mann. Und das ist jetzt der Saftige, den wir gerade gefunden haben. Er wird der General, der Anführer, Mann. Enton. Enton Agent 17, Alter. Dass sie noch Aquaknarre Hydropumpe haben, dann zu heftig. Ich brauche vielleicht sogar Eisstrahl öfters. Oh mein Gott, perfekt. Was hat der? Wassergun. Aquaknarre Eisstrahl. Eisstrahl. Wie viel? 1,9. Oh, okay, echt heftig. Echt heftig. Tati hat wieder mal ein 10 Kilometer Ei. Nichts Besonderes. Darf ich für dich drücken? Nein. Warum nicht? Jetzt kriegst du was Schlechtes, weil du mich nicht gedrückt hast. Und dann krieg ich auch was Schlechtes. Oh mein Gott. Ja, ganz ehrlich, ich hätte mich über sowas gefreut. Ich hätte mich echt überrückt. Zertrümmender Steinkante. Passt eigentlich, ja. Und du kannst das mit Pokémon Go einfach so. Noch ein Dratini. Das war nicht stark, das hat nur 67 oder sogar. Das ist das letzte. Dann kann ich zwei jetzt noch machen, zwei Dragons. Aber einer reicht, Mann. Nee. Einer reicht und dann pushen. Nein, ich brauch zwei, Mann. Warum denn? Zum Kämpfen. Aber wenn du als einen
mit guten Attacken hast, dann kannst du den pushen, dann wird er noch krasser. Da kann er alleine eine halbe Armee. Nee, ich brauch zwei. Wir sind vom Bordeaux-Platz weg jetzt. Überraschende Arena-Tour mit Tati. Jetzt, wo er ein krasses Dragogan hat, ist er mit dabei. Oh mein Gott. Jetzt, wo ich krasse Pokémon habe, bin ich dabei, Mann. Oh mein Gott. Es war der letzte Tag vom Event, beziehungsweise vorletzte. Und morgen weiß man nicht genau, ob der noch zählt. Ja. Aber wir ich denke auch, aber wir können uns eh nicht alle wahrscheinlich treffen. Ja. Beziehungsweise Bagisch hat eh aufgehört. Okay. Shoutout an Bagisch. Ja. Wie war das Event so für euch, Jungs? Also richtig nice, Mann. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so effektiv ist. Ich habe jetzt in der Zeit habe ich sogar ein, zwei Level geschafft. Ein bis zwei. Ich glaube sogar zwei. Von was auf was? Ich war eigentlich 29, dann 30. Jetzt bin ich 31 und ich schaffe sogar 32 jetzt. Also mit den ganzen Nebulak-Zeugs und was ich alles gesammelt habe und auch so. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute gespielt haben. Es haben endlich viele Leute gespielt. Ja, Bordeaux-Platz war immer voll, immer Module an, weil die wollten alles ausnutzen. War echt cool. Es waren schon echt viele Halloween-Pokémons, sind gespawnt überall in ganz München. Das war dann schon teilweise dann jetzt zum Schluss dann schon nervig. Oh mein Gott, das ist okay. Ja, aber ich fand es eigentlich echt cool mit den 8 Bonbons, beziehungsweise 6 Bonbons plus 2, wenn man verschickt, also doppelte Bonbons, auch mit dem Buddy und so, richtig genial. Also echt mal was Gutes von Niantic, muss ich ehrlich sagen. Echt Daumen hoch. Was und bist du so die ganze Zeit gegangen? Ich bin erst gegangen mit ein bisschen Dratini. Dann habe ich aus dem 10 Kilometer einen Dratini bekommen, dann habe ich gleich Doppelbonbons bekommen. Dann habe ich gleich aufgehört mit Dratini zu gehen, weil hat sich nicht mehr gelohnt, oder? Dann bin ich mit Slimer ein bisschen gegangen, um ein bisschen Bonbons zu sammeln, weil der auch echt selten ist. Und dann bin ich wollte ich eigentlich mit Pummeluff laufen, aber Pummeluff habe ich dann auch nicht mehr gebraucht. Und jetzt halt einfach nur noch mit Lapras. Ja. Und jetzt mit Lapras habe ich halt auch ganz viele Bonbons gesammelt, um den einfach halt zu pushen. Ja. Das war halt schon echt sehr, 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 sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ja. Aussichten für die Zukunft, denkst du, da kommt noch mehr? Ich denke, dass Niantic auf jeden Fall jetzt in der Richtung vieles macht oder auch vielleicht andere Sachen macht. Ich tippe ja jetzt auf Weihnachten oder viele tippen auf Weihnachtsspecial. Viele tippen auf Weihnachtsspecial oder Adventskalender. In Sachen, genau, Adventskalender vielleicht in der Richtung oder sowas. Ja, so Tagesaufgaben wie vom 1. bis zum 24. oder irgendwas, keine Ahnung. Und wenn die halt so weitermachen, wird es auf jeden Fall mit dieses Ding nie aussterben, das Spiel. Und ich denke, das wird auf jeden Fall so kommen. Finde ich geil. Tati fand das Event geil, genauso fand ich es. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es fandet. Also ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin Level 32 gekommen, bin mit Slimer gegangen, Pokégon, Chanera fertig, sogar noch mit ein paar anderen. Hab die Geistmedaille und die Bodenmedaille, alles easy locker. Und ihr habt es gerade gesehen, wir haben echt viele Dratinis gefangen. Theoretisch könnte ich mir jetzt zwei machen, aber ich mache mir erstmal einen. Das wird mein erstes Dragogan jetzt. Also Dragonier habe ich schon, aber mein erstes Dragogan und dann könnte ich noch einen zweiten machen, aber schauen wir mal. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet, wo wir als nächstes jetzt hingehen sollen. Und natürlich checkt unsere anderen Videos ab. Das ist mein erstes Dragon. Vergesst nicht, Pokémon is your business. So, das war's. Für alle, die es bis hierher geschafft haben und alles angeschaut haben. Damals die Videos hatten nicht so viele Views. Also die hat beinahe keiner von euch angeschaut. Auch wenn immer welche sagen, ja, die sind schon seit Anfang an dabei. Aber würde es bei allen stimmen, die immer sagen, dass sie von Anfang an dabei gewesen sind, dann hätte ich am Anfang schon bereits mehr Views gehabt. Aber mal schauen, wie das Event jetzt wird. Ich bin gespannt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr gehypt seid für das Event und was ihr euch so vorgenommen habt, keine Ahnung. Ich werde ein bisschen grinden und dann schauen wir mal, was so geht. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.